Mal was anderes. Okay, jetzt. Ups, Entschuldigung. Ich. So. Damit du hier nicht wieder auf doofe Ideen kommst. Hat mich beim Bauen echt ein bisschen angepisst, dass die dann jedes Mal irgendwie auf das ganze Dach aufgekrochen sind. So. Nein! Ach, bitte gehen Sie. Lassen Sie das. So. Habe ich eigentlich... Ah, Birkenzauber, das wollte ich. Ah, das hier habe ich. Da können wir schon mal leicht damit anfangen hier mit den dekorativen Elementen. Zack, zack, zack. So. Eins, zwei. Oh. Habe ich nicht... ja. Moment, habe ich vielleicht... In der Truhe. Nein, habe ich nicht, aber ich nehme die Stickies mit. Ah, aber ich habe Leinen. Das heißt, theoretisch, ich könnte. Ich könnte eine provisorische Eisenfarm machen. Indem ich die einfach. Ja, wobei, ich weiß nicht, wie die jetzt im Survival-Modus auf mich reagieren, wenn ich die dann anleine. Kann auch sein, dass die dann plötzlich stinkig werden. So. 15, naja, okay. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Naja, ich lasse das mal. Sehr schön. Und oben kommt dann noch eine. So. Kommt der hier drauf? Ist wirklich mal was anderes, wenn man so eine Musik hat, ne? Bei Minecraft. Aber ich glaube, ich werde die nicht ewig haben. Warte mal, ich pack die mal so hin. Und dann den hier so hin. Da kommt doch ein Lichtlein hin. Und dann würde ich sagen, das und das. So, dann geht das so schon los. Oh, das wird ja so ekelhaft werden, ne, wenn ich halt nicht rumfliegen kann. Ich muss wirklich ein Dreckgerüst bauen. Ja, das war doof. Doch vorbei hätte gegangen, das laber ich. So. Mist. Entschuldigung. Ich muss mal eben. Entschuldigung. Ja. Herr Kalinski. Verzeihung, aber... Oh. Ha. Habe ich den damals übersehen? Ich glaube, mit dem Kranz müsste ich generell erstmal warten. Wenn ich eine ordentliche Höhe habe. Hopsa. Oh, 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 oh. So.
Genau, ich müsste halt so diese Bauhöhe haben. So. Also ich hoffe, man hört meinen Magen krummeln echt nicht. Zum Glück habe ich hier die Musik, die das Ganze so ein bisschen ab. Nee, warte. So, zack, 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 zack. Ich muss mal Zeit echt wieder mal ein bisschen Kuppel farmen. Alter, mein Magen verdaut sich hier gleich selbst. Ist mir ja fast direkt schon unangenehm. Und da sind wir auch schon out of Koppel. Nice. Moment, Moment. Ich werde mal. Zur Sicherheit. Ach, das war ja. Kann ich? Nicht. So. Damit die nicht auf blöde Ideen kommen. Ja, wobei werden sie eh nicht. Okay. Schnauze. Du kriegst noch dein Fett weg. Warte mal, kann ich hier vielleicht doch. Ich kann doch. Haha, haha. Achso, warte mal. Oh. Da hast du den Knastblues, wa? Klopf, 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 klopf. Ach, jetzt geht's mir wieder besser. Sehr schön. So, das werde ich mal. Ach, ich werde mal wieder abtragen. So. Also Fakt ist, wir werden sehr viel Koppel brauchen. Wir werden sehr viel Eisen brauchen. Weil das alles mit Laternen gemacht wird. Und ich habe auch generell keine Fackeln mehr. Ja, Mensch, du, wir haben ja auch einen Fackelmangel. Also bis jetzt, ja, doch. Kann man mal machen, so. So spontan. Also, es sieht jetzt natürlich noch nach nichts aus. Aber ich sag euch, das ist ein völlig übertriebenes Projekt. Völlig übertrieben. Speaking of, völlig übertrieben. Ein bisschen. Oh, warte mal. Warte, 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 warte. Weil ich will dann auch schon ein bisschen anfangen, ein bisschen die Erde abzutragen. Und für die Kohlen nehme ich natürlich auch den Rabiator mit. Habe ich hier. Und ich werde das von meinem Haus aus anfangen. Einfach weil ich da das besser noch mit zuklatschen kann. Also ja, verabschiedet euch schon mal von dem Ganzen hier. Das wird irgendwann mal alles, ja. Nicht mehr sein. Aber wir werden das Ganze noch ausleuchten. Speaking of. Ein paar Fackeln sollte ich dafür mal machen. Zum Ausleuchten brauche ich. Komm, weißt du was, das nehme ich auch mal mit, weil sonst muss ich jedes Mal irgendwo hinrennen. Da habe ich aber auch die Faxen dicke.
So, lalalalalalalala. Und Sticks. Habe ich denn keine Sticks mehr? Was? Ich muss Hölzer craften? Na also, wie ist mir denn? Das ist ja schon ein bisschen frech. So, da. Was war da? Warum machst du das an der Werkband? Ach, egal. So, zack. Bisschen Platz sparen und... Da habe ich einen Müll dabei. Erstmal leuchten wir das Ganze aus und dann können wir zubauen. Au. Zack und zack, zack. Wisst ihr, ich hab doch schon gehört, das Gerüst. Das Klappernde. So. Hat halt echt keinen Bock, dass dann jedes Mal, wenn ich dann hier in diese spätere werdende Allee dann durchlaufe, dass dann plötzlich so. Oder so halt dann immer. Gehört wird. So. Alter Finne. Na, dann wollen wir doch mal. Also, ich fange jetzt schon mal an mit dem Abtragen. Ob ich das in der Aufnahme wirklich. Vollende weiß ich jetzt gar nicht. Denn es kann auch sein, dass mich mein Magen auch vorzeitig aus dieser Aufnahme entlässt. Das Ding ist, ich habe auch nicht großartig noch irgendwas zu erzählen. Weil mein Leben so langweilig ist. Ich könnte davon erzählen, dass ich letztens mal wieder draußen war. Oh ja, der Elf geht raus. Ja. Und hat sofort wieder bereut. Vielleicht einfach mal wieder was, mal was zu essen holen. Und da waren einfach zu viele Menschen. Plötzlich aber. Die Sonne kommt raus, Wetter wird wärmer, plötzlich sind Haufen Leute Menschen raus. Das ist so. Muss doch nicht sein. Also könnt ihr gerne machen, aber warum müssen die auch draußen sein, wenn ich mal raus will? Das ist so ein bisschen... Und dann reden die auch alles sehr laut und dann ist man trotz Kopfhörer immer so ein bisschen sehr angespannt. Dann rufen die einen irgendwas, wenn du sie, wenn du daran vorbeigelaufen bist und du weißt es nicht... Haben die jetzt irgendwas zu dir gerufen? Meinen die jetzt dich? Reden die mit dir? Oder... Keine Ahnung. Diese Paranoia einfach. So, zack. Alter, diese Musik, das ist ja wirklich... passt gut zum Abbauen. Schön ist, wir brauchen eigentlich keine wirklich Erde mitnehmen, weil das, was wir hier abtragen, das können wir direkt wieder verwursten. Ich hoffe, dass die Musik auch einigermaßen geht, nicht zu laut ist. Na, das habe ich ja immer so dieses... Diese Bedenken.
Das war doof. So, und schlafen. Sehr schön. Wie packe ich denn die Schaufel an? Ganz merkwürdig. Weil diese Playlist, die hatte ich ja in einem Stream laufen. Da haben wir mal Power Wash Simulator gespielt. Schönes Spiel zum, also zum Stream ist halt wirklich so, ja, kann man einfach mal. Ja, kann man mal machen, klingt auch doof. Aber ist ein schön chilliges Stream und man müsste da halt nur gucken, was man währenddessen ein bisschen quatschen kann. Was uns dann doch eigentlich ganz gut gelungen ist, glaube ich. Hoffe ich. Oh, hoppala. Hier ist noch eine Schaufel. Ich muss ja wieder Schaufeln machen. Jetzt wird's aber kriminell. So. Ja, eine Sache, die ich noch mal eben ganz kurz ansprechen könnte. Ich brauche ein Pflaster. Nein. Ich habe das ja in der ich habe es in einer Aufnahme mal erwähnt. Mit den Aufrufzahlen bei Minecraft oder halt generell, wenn dann plötzlich eine publique Folge dann, boah, also 50 Aufrufe oder so, ne, was halt absolut nicht mein Standard ist von, also, ne, das ist keine übliche Zahl, die ich so an Aufrufe bekomme. Aber habe ja auch gesagt, dass mir das jetzt in Zukunft einfach egal ist. Ja, hier kommt, das hole ich mir noch. Und wenn da jetzt eine Folge jetzt mal so 80 Aufrufe hat, ja, dann ist das jetzt halt eben so. Und ja, eine Minecraft-Aufnahme, eine Folge, ja, die hat jetzt über 100 Aufrufe und ist somit jetzt das Video mit den meisten Aufrufen auf meinem Kanal. Finde ich. Ich bin ganz ehrlich. Und da mag man mich jetzt vielleicht für kleinlich oder halt kloppt halten. Aber ich habe so gesagt, ne, es wird mich nicht mehr stören. Ich sehe da jetzt drüber hinweg, ist mir jetzt egal. Aber ein bisschen stürzt mich ja dann trotzdem. Ich bin halt wirklich so kleinlich. Weil es fühlt sich nicht verdient an. Keine Ahnung, ob man mir da irgendwie ansatzweise irgendwie folgen kann, ob man es verstehen kann. Oh. Aber ich tick halt so. Ich bin halt ein bisschen dieser. Das ist irgendwie so. Nein, ich will alles ehrlich haben, aber im Großen und Ganzen macht das auch noch mehr Arbeit, die unnötig ist. Was ist jetzt aber hier auch eine schöne rockige. Ja, also wenn jetzt halt wirklich irgendwelche Löcher aufkommen, die ich reinfallen kann, ja, das nehme ich jetzt einfach so hin. So. Nein, wenn jetzt irgendwelche Videos oder Folgen so hohe Aufrufzahl kriegen, es kann mich innerlich immer noch ein bisschen stören. Was auch tun wird, aber ich werde dagegen auch nichts mehr machen.
Das ist, ja. Ich nehme es jetzt einfach so, ist jetzt halt Werbung quasi, wenn dann so ein bisschen so, oh, ja Mensch, diese eine Folge, die hat ja, oh, die muss ja richtig gut sein. Weil die hat ja so viele Aufrufe, aber in Wirklichkeit ist es dann... Ich weiß nicht, es fühlt sich alles merkwürdig an. Ich bin solche großen Zahlen bei mir einfach nicht gewohnt. Vielleicht liegt es am Ende daran. Man selbst wünscht sich ja immer so ein bisschen diese, so, oh ja, Mensch, große Zahl und hey, jetzt. Es läuft und alles, aber es. Wenn man sich dann halt doch nur kennt, dann ist das so. Ich weiß nicht. Ist halt ein Me-Problem. Ist halt, da muss nur ich mit klarkommen. So. Ja, Quatsch. Was hab ich denn? So. Machen wir so. 1, 2. Ich hätte auch Shift drücken können, aber ich weiß jetzt. Genau. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt versehentlich jetzt auch noch Eisen-Nuggets hergestellt hätte. Das hätte ich jetzt. Muss ich jetzt nicht. So, dann drücke ich. Das hier weg, das hier weg. Ja, die können auch erstmal weg.